Hallöchen hier, der Nadefier und willkommen zurück bei World of Warcraft Classic. Was weiter geht hier zurück in Ashenvale. Wieder beim Schrein von Essina, wo ich jetzt mit der lieben Eliana mal reden möchte. Was denn die hat eine Quest Natur für mich, die da heißt Elende Satyren. Die Dryaden sind in Gefahr. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ich brauche eure Hilfe. Meine Schwestern wollten den Satyren den Zweig des Szenarios abnehmen. Sie sagten, dass sie bald zurück sein werden, aber das war vor 2 vollen Tagen. Nalef, ihr müsst sie finden. Sie wollten nach den Ruinen eines Nachtelfentempels in Xavian im Nordosten suchen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Sucht nach Anelia. Sie wollte sie bei der Suche führen. Okay, sucht in Xavian nach Anelia. Gut, im Nordosten. Xavier, oh Gott. Ich glaube, es war hier hinten irgendwo, ne? Bei Nightrun, der ganzen Geschichte. Satyrna. Irgendwo da, glaube ich, war dann auch Xavier. Jo, ist ein Stückchen zu laufen. Dann würde ich mal sagen, machst du das geschickterweise, wie immer, mit einem gekonnten Teleportationssprung. Also, bis gleich. Okidoki, da sind wir auch schon. Das war echt ein langer Weg. So, jetzt mal gucken. Erstmal hier den Satyren vorbei. Irgendwie. Das Problem ist... Wobei, das Problem... Eigentlich nicht. Ich habe jetzt auch meine Zweihand-Axt mal umgeskillt. Ne? Fuhre und Zweihand. Einfach, weil es eine richtig nice Sache ist. So. Jawohl. Ein Träumchen. Und entsprechend... Muss ich die noch leveln? Ich glaube, ich bin bei... Was ist das jetzt hier? Zweihand-Axt? Okay, das geht. 134 von 150. So, jetzt aber mal gucken. Wo die hier rumpimmeln. Wo ich die finde. So, guckst du mal. So. Kannst hier nur um Stunden handeln. Jawohl, ein Traum. Gut. Dann, ich glaube da oben, ne? Genau, da oben, da hinten. Okay. Ja, genau, da kommst du wieder. Boah, die sind auch echt wieder sau schwer zu erkennen hier. Scheiß Farbschwäche. okay. Hinten ist Fragezeichen, das sieht man schon. Da stehen halt noch ein paar von den Jungs rum, ne? Komm. Wächter mit hier. Heilt er sich? Ich würde es nicht rausfinden. Am Ende, ne? Bestimmt. So. Magere Wolfsflanke. Alles kacke hier. Komm. Erstmal ein Omelett reinfuttern. So, ich muss unbedingt wieder hier Stuff entwerten. So, habe ich noch eine. Da, und das ist auch noch Zeug. Und das kannst du eigentlich noch essen. Und das lecker Maisbrot. Dann kannst du eigentlich mal hier die Rolle reinknallen. So. Was waren das überhaupt? Ausdauer. Okay. Gut, dann jetzt. Rin hier. Ran ans mal riechen. Und oh Gott, die ist ja da umgeben von denen. Jetzt zieh die mal raus. Erstmal daneben geknüppelt. So. Widerstehen. Was hat denn jetzt widerstanden? Ich weiß nicht. Oh. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aber sehr stark nach so einem Heilzauber aus. So, da läuft einer rum, der hinten läuft rum. Ich habe keine Ahnung, ob ich den irgendwie... Was passiert, ne? Ein Stück raus, jawohl. So. Safe mal die Kniesehne reinschustern. Besser ist das. Jawohl. Aber ich muss schon sagen, es geht mit der Zweihand-Axt dezent.
schneller. Einfach weil ich mit diesen zwei Einhandwaffen so oft verfehlt habe. Das ist jetzt mit der Zweihandgeschichte hier weniger der Fall, sagt er und schaut daneben. So. Ist zwar langsamer her von der Angriffsgeschwindigkeit, aber komm, jetzt hauen um. Aber doch deutlich besser. So, steht da neben dran? Ey, da steht bestimmt noch neben dran einer, ne? Bei meinem Glück. Kollege, renn mal zurück. Ja, nein, dann. Wenn du halt drauf. Komm, komm her. Nicht casten, du sollst nicht casten, du sollst herkommen. Du Pimmel. Ist. Ich hasse Caster Mobs, ne? Ganz im Ernst. Alter Fenne. So. Jetzt die Sache. Ihm hier. Den noch rein. Okay. Jawohl. Super. So, wie jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Die steht ja da. Aber da lümmeln noch zwei von denen rum. Daneben steht auch noch einer. Ich glaube nicht, dass ich die hier einzeln rauspullen kann, oder? Probier mal. Plöckel. Ich hasse das, ne? Ja, okay, den einen umhauen. Ziehen halt so. Fähigkeit ist noch nicht. Nein, 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 nicht hochhalten. Danke. Kollege. Okay, der andere hat losgelassen. Lass los. Kehr zurück. Finde deinen eigenen Weg. Nee, so. Dann jetzt ihr noch und dann sollte das ja reichen. Sofern es da noch nicht irgendeine Patrouille reingeschissen kommt. Das wäre blöd. So. Oh, Alter, ey. No risk, no fun, ne? Ja, genau. Wunderbar. Ein Traum. Natürlich, so steht da noch ein anderer. Ey, fickt euch doch. Komm, jetzt knüppel den noch weg. Boah, ich hasse das. Und executen. Und abhauen. Hochverbandagieren. Und hoffentlich habe ich jetzt genug Zeit, um es auch zu lesen hier. Was die Olle von mir will. So. Ja, bestimmt muss ich erst ihn noch umhauen, ne? Ja, die liegt da mittendrin im Gras. Das glaubst du doch nicht, ey, Mädel. Das sind zwei Caster, ne? Oh, und da steht auch noch einer, ey. Oh, fickt euch doch alle. So, komm raus da. Komm her. Auf, komm, tu es. Der kann nicht da durchcasten, ne? Der kann nicht da durchcasten. Kann er da durchcasten? Der kann da durch. Oh, wieso kann der denn da durchcasten? Ey, das ist eine fucking Säule. Du Lutscher. Ja, komm. Och nee. Und um. Das Gute ist, dass sie nach zweimal casten oder dreimal casten kein Mama haben. Will ich noch nicht tun. Wenig Mana, okay. Das passt so. Ihr bleibt jetzt alle da stehen. Ich heile mich schnell hoch und dann muss ich den noch umhauen. Und währenddessen spawnen nochmal fünf andere. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend, ey. Es ist so zugemüllt alles hier. Ja, genau. Geh mal hin, geh mal hin, geh mal hin. Geh hin. Komm, tu es.
Jawohl, Dankeschön. So. Den klaffenden Wunden an ihrer Seite nachzuurteilen, steht Anilia an der Schwelle des Todes. Okay. Anilia legt eure Hände auf die Schultern und zieht euch zu sich heran. Nach Luft ringend zeigt sie in Richtung des Bogens im Norden, bevor sich ihre Augen schließen und sie einen letzten keuchenden Atemzug ausstößt. Er hat ihn. Getharis. In euren Herzen wisst ihr, dass es Anilias letzter Wunsch war, den Zweig des Szenarios wieder in den Händen der Dryaden zu sehen. Okay, tötet Getharis und bringt beim den Zweig. Ja, fett gibt's erstmal dick hier Gürtel. Sehr schön, okay. Der Bogen im Norden. So, ich habe fertig gelesen, ich kann dir helfen. Ist okay. Ne? Komm, lass mal umhauen. Und? Komm schon. Nein, nein, nein. Kein Heil. Zauber. Wunderbar. Alles klärchen. So, also. Kein Problem. Bitteschön. Kein Ding. Der Zweig des Szenarios. Tötes. Geltharis. Des Bogens im Norden. Ist bestimmt da oben irgendwo, ne? Bei meinem Glück. Ja, gehst mal hingucken. Das muss ja hier irgendwo sein, ne? So, schaust du doch mal. Boah, jetzt aber hier umhauen. So, ist ein Träumchen. Oder auch nicht. Aber wird geheilt, das ist super. Nicht genug Blut. Boah, das ist immer so kurz vor knapp, weißt du? Des Bogens im Norden. Ist das hier irgendwo? Ja, komm, mach mal zusammen. Ist okay. So, ich ruf damit. Gelter, da hinten steht er. Stufe 32. Okay. Dann lass ihn noch umhauen. Noch nicht bereit. Sicher ist sicher. Na? Okay. Und jetzt, wen machen wir? Da steht noch einer, ne? Ja, genau. So. Kommen wir jetzt zusammen, knüppeln wir den weg. Das ist doch ein Träumchen hier. Ah, ja. Pariert. Arschloch. Was ein Lappen. Okay, zweites Szenario. So, was hast du da hinten? Noch Seidenstoff. Super, hat sie's doch. Okay. Dann würde ich sagen, gib's mal ab. Zurück zu dem Schrein. Doch das Ganze. So, danke auch. Danke auch. So. Doch das Ganze, wie gewohnt, mit einem gekonnten Teleportationssprung. Also, bis gleich. Ja, okay, da okay. Dann gib mal ab hier. So. Schaust du mal. So. Gibt es Ärger? Habt ihr sie gefunden? Was hat Anilia gesagt? Wo ist sie? Sie ist tot. Anilia ist tot? Nein, das kann nicht sein. Noch gestern sind wir zusammen durch die Wälder getollt und haben gespielt. Diese Zeiten sind wohl jetzt vorbei. Ohne du hast doch gesagt, dass du sie vor 2 Tagen gesehen hast. Oder galt es diesem Trupp, der verschwunden war? Ist ja auch egal. So, auf jeden Fall Hellschuppengurt, auf jeden Fall fett Rüstung mehr am Start und Stärke und Ausdauer und toll und überhaupt. Den nimmst du mit. So, Satyrenschlachten. Ich kann nicht glauben, dass Anilia von uns gegangen ist.
Wir haben doch immer zusammen in den Wäldern gespielt. Ich fühle beinahe so etwas wie Trauer. Es gibt aber etwas, das mich vielleicht aufheitern könnte. Bitte erschlagt diese Türen, die mir Anilia genommen haben. Bringt mir ihre Hörner als Beweis eurer Taten und ihr könnt euch auf ewig meines Dankes gewiss sein. Okay. Bringt Iliana im Schrein von Essir 16 Satyrhörner. Okay. Gut. Ne? Töten ist natürlich eine gute Sache, irgendwie Trauer zu überwinden. Ne? Ist altbekannt. Und ja, die Nachtelfen haben echt schwer einen am Hut hier und auch dieser Türen und hast nicht gesehen. Und ja, gut. Also, Satyren knüppeln, das allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und.